Hallo zusammen und danke fürs Einschalten. Wir sind's wieder, euer Team von jagdscheininfo.com und wir möchten euch heute ein paar Informationen zum Thema Wildkameras geben. Wildkameras erfreuen sich in den letzten Jahren immer größerer Beliebtheit in der Revierbeobachtung, denn wer wissen möchte, was bei sich im Wald, Wild oder Flur passiert, der greift gerne auf diese nützlichen kleinen Helfer zurück. Doch auch Eigenheimbesitzer greifen gerne zur Wildkamera, denn mit ihnen lässt sich schnell und komfortabel eine Grundstücksüberwachung vornehmen. Nun kommt jeder, der sich das erste Mal mit Wildkameras beschäftigt, zwangsläufig an den Punkt, an den er auch bei vielen anderen Produkten stößt. Nämlich, dass es eine große Anzahl von Anbietern gibt und eine schier unüberschaubare Fülle von Produktvarianten. Um euch hier den Einstieg ein bisschen zu erleichtern, drehen wir dieses Video. Wir möchten euch erste Informationen dazu geben, was Wildkameras sind, wie sie funktionieren, also einen kleinen Blick auf die Funktionalitäten werfen und euch so quasi einen ersten Überblick über die ganze Materie verschaffen. Als Produkt haben wir euch für die Vorstellung, haben wir uns für die SekaCam Explorer 5000 entschieden. Die befindet sich hier in dieser Box. Vertrieben wird die SekaCam Marke von der Firma Ventrade mit Sitz in Köln. Und wir möchten uns jetzt in den nächsten Minuten einfach mal diese Kamera ein bisschen genauer ansehen und euch wie gesagt einen ersten Überblick verschaffen. Die Kamera selbst als auch die Firma, die Ventrade GmbH, die haben wir euch unten in der Textbeschreibung verlinkt. Also bleibt jetzt einfach dran und lasst uns mal zusammen diese Box hier auspacken und mal schauen, was so eine Wildkamera alles für uns bereithält. So, da ist das gute Stück. So, dein Abenteuer beginnt. Your Adventure begins. Die Anleitung. Hier ist auch schon die Kamera. So, was ist das? Okay, ein Befestigungsgurt. USB-Kabel. So, das ist quasi der Inhalt der Box. So, schauen wir uns mal an, was hier noch zu finden ist. So, mal der Freischaltungscode, den Starter Guide, eine Dankeschön-Karte, die Wildkamera. Innovation und einmal die Bedienungsanleitung. SekaCam Modell Explorer 5000, mobile Überwachungswildkamera. Die SekaCam gibt es auch eine eigene App, die haben wir uns jetzt hier mal runtergeladen und nach der Erstregistrierung kommt dann als erster Bildschirm Kamera hinzufügen. So, und dann wird man quasi auf diese Maske geleitet. So, und das erste, was ihr quasi machen müsst, ist hier unten im Feld Eingabe den Code eingeben, den Freischaltungscode, der der Kamera mit dabei liegt. Nachdem ihr dann den Freischaltungscode eingetragen habt und alles sauber gelaufen ist, dann muss diese Meldung erscheinen, Kamera erfolgreich hinzugefügt mit dem grünen Haken. So, das dann einfach bestätigen. Und schon geht es dann zum Thema Kameraerläuterung, wo euch dann weitere Einzelheiten und weitere Aktionen gezeigt werden. Nachdem ihr dann den letzten Schritt mit OK bestätigt habt, kommt ihr dann auf diesen Eingangsbildschirm. Man gibt also einmal die Information, warte auf Antwort der Kamera, Kamera teilen bzw. Anbringungsort anzeigen. Wichtig bei der Installation der Wildkamera, auf jeden Fall etwaige Informationen im Karton oder sonst wo auf dem Produkt beachten. Hier zum Beispiel steht jetzt unser Service für Sie. Wir haben bereits Batterien und SD-Karte für Sie eingelegt. Und eine ganz andere wichtige Information befindet sich noch hier auf dem Boden. Vor dem Einschalten die Antenne anschrauben. So, und das machen wir jetzt auch mal direkt. Die Antenne kommt quasi hier oben dran, wo sich noch momentan diese gelbe Kappe befindet. Die wird einfach nur abgezogen.
dann die Antenne hier einfach angeschraubt. So. Kann auch so verstellt werden. Also völlig flexible Antenne. Zur weiteren Vorbereitung der Kamera werden wir die jetzt mal öffnen. Und dafür gibt es an der Seite einmal hier diesen Verschluss. So, da muss man mit zwei, drei Fingern einfach mal so runterfassen, so dann nach oben ziehen und dann quasi über zwei Haken hier befestigt. Und den klappt man dann zur Seite und kann dann hier quasi an das Innenleben der Kamera herankommen. So, man sieht also auf der rechten Seite die Batterien. Auf der linken Seite ist dann das Bedienfeld. Hier fehlt es auch nochmal. Erst Antenne anschrauben, dann einschalten. Wir können dann jetzt hier auch schon mal das Display von der Information befreien. So, wir müssen dann jetzt hier einmal noch, bevor wir die Kamera starten können, müssen wir dann einmal hier also diese Stopper entziehen. So, und damit wäre die Kamera soweit vorbereitet. Das Schöne an dieser Kamera, an der Explorer 5000, ist definitiv, dass also alles, was ihr für den Betrieb einer Kamera oder dieser Kamera benötigt, von vornherein im Lieferumfang mit inbegriffen ist. Das heißt also, ihr habt die Kamera, ihr habt die Akkus, hier an der Seite befindet sich die SIM-Karte, kann einmal mit einem spitzen Finger einfach raus und auch wieder reingedrückt werden. Die SIM-Karte braucht ihr für die Datenübertragung von Bildern oder Videos von der Kamera auf euer Handy bzw. in die App. Und hier hinten bzw. hier unten befindet sich dann auch noch eine SD-Karte mit ausreichend Speicherplatz. Hier werden also Aufnahmen, die ihr macht, auf der Kamera auch gespeichert. Nachdem wir diese ganzen Einstellungen gemacht haben, nehmen wir dann die Kamera doch einfach mal in Betrieb. So, das ist schon der Bildschirm. So. Und nachdem dann ein paar Informationen generell zur Kamera gezeigt worden sind, habt ihr auch im Endeffekt auch schon euren Bildschirm bzw. die Kamera und den Bereich, den ihr aufnehmen wollt. So, er hat jetzt ein paar Sekunden lang gesagt, suche Netz. Ja, mittlerweile sehen wir, dass wir dann auch mit 4G hier einen wunderbaren Empfang mittlerweile haben. Wir sind jetzt hier quasi im Setup. So, in dem Setup habt ihr auch die Möglichkeit, den Menüpunkt auszuwählen. Von da kommt ihr quasi dann in die unterschiedlichen Möglichkeiten rein, was ihr bei der Kamera alles wählen könnt. Also die Fotoauflösung zum Beispiel, 5 MP. MP steht in dem Sinne für Megapixel. Könnt ihr einstellen zwischen 5, 8 oder 12 Megapixel. Empfohlen von Seca Cam sind 5 Megapixel, also quasi die Standardeinstellung, wie sie jetzt hier gerade steht. Zu beachten ist dabei, dass Fotos mit einer höheren Megapixelanzahl natürlich schönere Fotos machen. Und dafür werden natürlich auch die Dateien, die ihr erzeugt, deutlich größer und demnach reicht dann der Speicherplatz auf der Speicherkarte nicht für so viele Fotos in höherer Qualität wie natürlich bei niedriger Qualität. Bei Anzahl Fotos, die 5P, da geht es im Endeffekt über die Fotos, die erzeugt werden bei einer Auslösung. 5P, wie hier voreingestellt, bedeutet im Endeffekt 5 Bilder pro mit jeweils einer Sekunde Abstand. Videoauflösung habt ihr die Möglichkeit zwischen drei unterschiedlichen Modi. Es gibt einmal Full HD, wie es hier steht, FHD. Dann noch die Möglichkeit, HD und SD auszuwählen. Und im Endeffekt bei den Videos verhält es sich genau wie bei den Fotos auch. Je höher die Auflösung ist, desto schöner werden die Aufnahmen, aber desto weniger Aufnahmen könnt ihr natürlich erzeugen, bis die Speicherkarte voll ist. Bei den Videos könnt ihr auch die Dauer wählen, wie lange ein Video dauern soll. Also irgendwas in der Größenordnung zwischen 5 bis 59 Sekunden könnt ihr nach eigenem Ermessen einstellen. Empfehlung hier ist, eine Videolänge von 15 Sekunden zu nehmen und einmal um mal einen Ansatzpunkt dafür zu geben, wenn ihr ein 15 Sekunden Video drehen würdet bei Tageslicht,
in der Auflösung HD, dann wird die Datei, die erzeugt, ungefähr 60 MB groß. Heißt also, bei dieser Speicherkarte 8 GB, wie sie hier eingelegt ist, könnt ihr 130 Kurzvideos drehen. Bei der Empfindlichkeit, die ihr ja auch noch einstellen könnt, da geht es um den sogenannten Passiv-Infrarot-Sensor, der wird auch abgekürzt PIR genannt. So, der reagiert auf sich bewegende Wärmequellen. Also mehr oder weniger eines der Herzstücke von der ganzen Kamera. Und hier könnt ihr auch wählen zwischen drei unterschiedlichen Einstellungen. Es gibt einmal den Bereich Hoch, Mittel und Niedrig. Und damit reagiert ihr im Endeffekt dann auf die Wärmetemperaturen bzw. auf die Empfindlichkeit des Sensors, wann der bei Bewegungen anschlagen soll. Die Handhabung des Menüs an sich ist mehr oder weniger auch selbsterklärend. Na, ihr könnt euch quasi dann hier mit den Seitwärts- oder mit den Hoch- und Runter-Tasten innerhalb des Menüs bewegen. So, ihr seid jetzt hier quasi auf dem ersten Bildschirm, der euch dann angezeigt wird. Und wenn ihr dann mit der Taste nach unten weiter runter geht, dann seht ihr, dass hier noch viele andere Bildschirme folgen. Hier geht es dann zum Beispiel um den Blitzmodus, Zeitschaltuhr, Zeitraffer, Aufnahme, Pause, Mobilfunkeinstellungen, Mobilversand. All diese Themen könnt ihr auswählen, die sind von euch selbst justierbar. Da ist also jede Menge Möglichkeiten, die diese Kamera bieten, dieses Modell auf eure eigenen Bedürfnisse einzustellen und auszurichten. Eine interessante Option zum Auswählen hier im Menü, die sogenannte Aufnahmepause. Das kann man auch als Zwangspause verstehen, wenn man es so möchte. Da geht es im Endeffekt darum, der Kamera oder dass der Kamera mitgeteilt wird, dass in einem gewissen Intervall keine Aufnahmen mehr gemacht werden, sobald eine Aufnahme beendet wurde. Da stellt man sich zum Beispiel mal vor, man hat irgendwo eine kleine Wühlmaus vor der Kamera, die gedenkt, sich da eine Stunde irgendwo in dem Bereich aufzuhalten, wo die Kamera auch filmen würde. Da kann man zum Beispiel sagen, dass man, sobald eine Aufnahme vorgenommen worden ist, in dem Bereich dann keine weitere Aufnahme innerhalb der nächsten 30 Sekunden, 5 Minuten, 5 Stunden oder 24 Stunden mehr haben möchte. Ja, dazu kann man dann zum Beispiel einfach sagen, ja, wir möchten gerne die Aufnahmepause aktivieren und ihr könnt dann in dem Modus selbst bestimmen, in welchem Zeitintervall dann keine weiteren Bilder oder Videos mehr aufgenommen werden können. In der heutigen Zeit eigentlich auch schon eine fast unabdingbare Option, der Mobilfunkversand bzw. Mobilfunk und mobiler Versand von aufgenommenen Dateien. Das ist ja mehr oder weniger auch das Herzstück dieser Kameras, dass man in Echtzeit darüber informiert werden möchte, was sich jetzt gerade bei einem im Revier tut. Und dafür sind diese beiden Optionspunkte Mobilfunk ein aus, im Endeffekt nur zu wählen. Selbst erklären, Mobilfunk aus bedeutet, ihr bekommt keine Daten in Echtzeit auf euer Handy geschickt. Mobilfunk ein bedeutet, die Kamera verschickt die Daten. Und mobiler Versand, der definiert jetzt im Endeffekt, in welcher Größe euch die Daten zugestellt werden. Und wenn man sich das jetzt einfach mal ansieht, ist ja auch hier wunderbar beschrieben, ihr habt drei Möglichkeiten, den Bildversand vorzunehmen. Standardmäßig ist erstmal die Größe L, also maximale Dateigröße vorgesehen, bedeutet dann 1920x1440 Pixel. Ihr könnt aber auch zum Beispiel sagen, wenn ihr jetzt nicht unbedingt bei euch im Revier die Möglichkeit habt, mit 3 oder 4G irgendwas zu verschicken, sondern vielleicht mit 2G verfügbar ist, ich gehe jetzt mal auf eine Nummer kleiner, wie zum Beispiel jetzt M mit 1024x768 oder vielleicht sogar ganz runter bis auf S, also 640x480 Pixel. Ja, wie gesagt, liegt an der Netzqualität, die euch zur Verfügung steht, was ihr wollt und was ihr braucht. Ganz wichtig, die Einstellungen, die hier jetzt von euch getätigt werden, beeinflussen tatsächlich nur die Daten, die euch von der Kamera übermittelt werden, nicht aber die Bilder und die Qualität, die die Kamera selber jetzt auf der SD-Karte aufnimmt. Also zwei völlig unterschiedliche Optionen. Wie gesagt, einmal der Datenversand, das was euch mobil zugestellt wird, und das andere ist sowieso hier auf der SD-Karte gespeichert. So, was halten wir also abschließend von der Seca Cam Explorer 5000? Also unserer Meinung nach eine wirklich tolle Kamera und ein großes Plus, definitiv, dass im Lieferumfang
alles enthalten ist, was ihr braucht. Ihr habt also die Kamera, ihr habt die SIM-Karte für die mobile Datenübertragung und ihr habt eine SD-Karte, also alles, was benötigt wird. Die Kamera an sich macht auch ordentlich was her, ist also robust, die Menüführung wirklich selbsterklärend und einfach. Funktionsumfang der Kamera, unserer Ansicht nach alles, was man auch braucht, um wirklich alle Sachen abdecken zu können, die man im Revier benötigen könnte oder auch einfach nur für eine Wildbeobachtung einsetzen könnte. Also das ganz großes Plus. Für Leute mit einer Fremdsprache, es gibt also quasi hier die Anleitung sowohl in Deutsch als auch in Englisch. So, und über das Internet steht auch quasi hier in der Anleitung drin, kann man sich dann noch die Sprachen Französisch, Italienisch und Spanisch mit abrufen. Ein zweites Video haben wir für euch auch noch in Planung. Und zwar geht es natürlich dann darum, euch nicht nur irgendwas über die Kamera zu erzählen, sondern auch wirklich mal die Anwendung zu testen. Das heißt, also wir gehen tatsächlich mal raus und werden uns dann vor Ort überzeugen, was die Kamera für Bilder macht. Wir werden uns also die Aufnahmen sowohl in Foto- als auch in Videoqualität ansehen. So, und uns natürlich dann auch die ganzen Daten auf die Kamera schicken, auf das Handy schicken lassen, um dann auch die Qualität der Bilder zu überprüfen. Sprich also alles, was jetzt im Nachgang noch kommt hinsichtlich Online-Überwachung und Online-Aufnahmen, das werden wir euch im zweiten Video noch separat einmal vorstellen. Und wir hoffen, euch hat unser erstes kleines Video hier zu dem Thema Wildkameras gefallen. Wir hoffen, ihr konntet einige nützliche Informationen mitnehmen. Und wünschen euch dann noch viel Spaß mit dem zweiten Teil. Wir halten euch informiert. Bis dahin.